drei Gesichter der neuen slowakischen Regierung. Seit dem 25. Oktober hat die Slowakei eine neue Regierung. An ihrer Spitze steht der Ex-Premier Robert Fico von der populistischen Smer-Partei. Er ist für seine prorussische Haltung, aber auch für Fremdenhass, queerfeindliche Aussagen und Verstrickungen in kriminelle Machenschaften bekannt. Im Wahlkampf wiederholte Fico mehrmals die Falschaussage, nicht Russland, sondern ukrainische Nazis hätten den Krieg im Nachbarland begonnen. Keine einzige Patrone solle die Ukraine mehr von der Slowakei an Militärhilfe erhalten. Neuer Verteidigungsminister seit der Wahl ist Robert Kaliňák. Er gehört zu Ficos engsten Vertrauten, war zuvor Innenminister und Vizepremier unter Fico. Doch jetzt kommt's. Fico und Kaliňák mussten beide 2018 infolge von Massenprotesten nach dem Auftragsmord am Investigativjournalisten Jan Kuciak zurücktreten. Martina Šimkovičová von der rechtsextremen SNS-Partei ist neue Kultusministerin. Sie gilt als Star der slowakischen Desinformationsszene. Zusammen mit einem anderen SNS-Abgeordneten gründete und moderiert sie den prorussischen Internet-Desinformationssender TV Slova. Kanntest du sie schon?